Hello. Immer wenn ich dieses Video aufnehmen will, beginnt diese Baustelle. Was soll das? What's poppin', Boys and Girls? Mein Name ist Jaco Busch und ich befinde mich aktuell in Kambodscha. Ich fühle mich einfach wie ein sehr, sehr reicher, sehr, sehr dekadenter Mensch mit sehr, sehr wenig Geld. Und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Are you kidding me? Ich bezahle hier $25 die Nacht. Wir sind zu zweit. Das sind $12,50 die Nacht. Wartet. Ich bin noch nicht fertig. Wartet. Inklusive Frühstück. Ich kann es auch nicht glauben. Aber wisst ihr, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber das ist genug zu meiner Reise jetzt. Wenn ihr wissen wollt, was wir hier erleben und unseren Alltag in Kambodscha ein bisschen mitkriegen wollt, verlinke ich euch hier oben und unten in der Infobox unseren Reisekanal. Ich glaube, das ist heute das privateste Video, was ich jemals drehen werde. Und heute könnt ihr Teil werden meiner Welt. Und ihr könnt ein bisschen darüber lernen, wie geistesgestört ich bin. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen es. Mir ging es, dieses Jahr war nicht ganz so einfach für mich mental. Und hier in Kambodscha hatte ich so viel Ruhe und so viel Zeit und so viel Langeweile vor allen Dingen. Da hat man sehr viel Zeit, über sich selbst nachzudenken. Und auf einmal hat alles so einen Sinn ergeben. Und ich habe gedacht, ich spreche darüber, weil vielleicht gibt es Menschen unter euch, denen es genauso gibt. Ich glaube nicht, dass es viele sind. Ich glaube, dass der Großteil der Menschheit diese unfassbar große Verhaltensbehinderung, von der ich gerade gleich sprechen werde, nicht haben. Aber die, die es haben, falls denen dieses Video helfen könnte. Und wenn es nur eine Person ist unter euch, der das hilft, dann hat sich dieses Video schon gelohnt. Jetzt fange ich einfach mal an, darüber zu reden, worum es eigentlich geht. Es geht um das Thema Authentizität. Ich habe hier in Kambodscha herausgefunden, dass ich nicht authentisch bin. Und jetzt schreien alle auf, was? Was hat sie gesagt? Oh mein Gott! Es geht nicht um die Authentizität hier im Internet. Es geht um die Authentizität in meinem Alltag. Ich bin in meinem Alltag absolut nicht authentisch. Und das habe ich bis vor ein, zwei Wochen einfach nicht gewusst. Ich erzähle jetzt einfach mal ein paar kleine Situationen aus meinem Leben, die das verdeutlichen. Das ist schon mal passiert, dass ich in einem Restaurant war und ich habe Lasagne bestellt. Und die war in der Mitte noch ein bisschen gefroren. Was würde ein normaler Mensch machen? Das, was meine Freundin gesagt hat. Jaco, ruf den Kellner. Sag, dass deine Lasagne gefroren ist. Aber ich habe das nicht getan. Mir war es unangenehm, dass der Kellner mir eine gefrorene Lasagne gebracht hat. Das bedeutet, ich esse eine Lasagne, die nicht schmeckt, weil sie gefroren ist und bezahle dafür sehr viel Geld, um dann dem Kellner zu sagen, dass es mir extrem gut geschmeckt hat, okay? Situation Nummer zwei ist beispielsweise, dass manchmal, wenn Menschen, die im Service arbeiten, die mich in dem Fall bedienen, zum Beispiel Taxifahrer oder hier in Kambodscha Tuk-Tuk-Fahrer oder Kellner, Kellnerinnen oder so, sehr unfreundlich zu mir sind, dass ich noch freundlicher zu denen bin, als ich es eigentlich schon wäre, damit sie nicht merken, dass ich merke, dass sie unfreundlich sind. Wenn man das so erzählt, klingt das richtig verrückt. Das bedeutet, dass ich quasi versuche, deren schlechte Laune zu überspielen. Ja? Normalerweise ist ein Mensch ja selbst dafür verantwortlich, dass er seine schlechte Laune überspielt, wenn er sein Geld im Service verdient. Aber ich bin dann diejenige, die versucht so zu tun, als ob nichts wäre und einfach meinen Teil extra Freundlichkeit draufpackt, um seinen auszugleichen, damit er sich nicht schlecht fühlt. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Situation Nummer 3. Jemand fragt mich, ob ich Zeit habe. Hey Jaco, hast du Bock, nächstes Wochenende da und da mitzukommen? Ich würde mir eher eine Ausrede einfallen lassen oder zusagen, als zu sagen, dass ich keine Lust habe. Aber ich weiß eigentlich, dass meine... Oh, hallo. Ich erzähle gerade von meiner Soziophobie. Und ja, Jaco ist sehr soziophob. Erzähl doch mal, wie ist das so mit mir in einem Restaurant? Wie war das gestern beim Inder? Gestern war ganz normal. Echt, war normal? Oh, was meinst du? Naja, ich meinte, dass ich extra Brot bestellen wollte, obwohl ich richtig doll satt war, nur damit der Kellner nicht sauer ist, dass ich den einen Teller nicht aufgegessen habe und ich aber noch Brot gebraucht hätte, um ihn leer zu kriegen. Ja.
Ich stopfe das in mich rein, weil ich... Damit der Teller leer ist und das Huhn nicht ist. Ja, damit der Kellner nicht denkt, dass es mir nicht geschmeckt hat oder dass ich unverschämt bin. Kommt hier so ein unverschämter Europäer hin und isst die Sachen nicht auf. Ich habe diese Probleme schon manchmal Menschen erzählt und die haben dann gesagt, hey Jaco, es haben auch viele Leute unter meinem Ich-fühle-mich-schuldig-Video geschrieben, hey Jaco, ist doch überhaupt kein Problem, weil das macht dich doch nur sympathisch. Du bist halt empathisch und du bist mitfühlend und dir ist wichtig, wie andere Leute sich fühlen und dass sie sich gut fühlen. Und soll ich euch jetzt mal was sagen? Das ist Bullshit. Ich finde, zu sagen, was man möchte und zu sagen, was man fühlt, hat rein überhaupt gar nichts mit Egoismus zu tun. Und ich möchte, dass die Menschen, die auch so ein bisschen soziophob sind und nicht so Konfrontation mögen und vielleicht und sich auch immer so sehr darüber Gedanken machen, was andere, nicht unbedingt was andere denken, aber was andere fühlen. Es ist nicht egoistisch, wenn man sagt und tut, was man will und seinen eigenen Bedürfnissen nachgeht. Ganz im Gegenteil, ich finde das sogar sehr hilfreich für andere Menschen. Wenn ihr empathisch seid, habt ihr eventuell auch, weil dieser Zusammenhang oft besteht, ein Problem damit, Nein zu sagen. Ich habe so wenig Nein in meinem Leben gesagt, weil ich Angst hatte, die Gefühle von jemand anderem zu verletzen, indem ich sage, dass ich etwas nicht will, was er möchte, dass ich so oft in meinem Leben Dinge getan habe, die ich nicht will oder Menschen angelogen habe, die ich mag und mir eine Ausrede ausgedacht habe, weil ich nicht die Eier in der Hose hatte, ihnen zu sagen, dass ich nicht möchte, ohne dass sie mir einen Grund dafür gegeben haben. Aber ich von vornherein davon ausgehen könnte, ich könnte ihre Gefühle verletzen. Ich habe angefangen, Nein zu sagen. Ich habe angefangen... Das ist auch der Grund, warum wir heute zusammen sind, weil sie nicht Nein sagen kann. Das stimmt allerdings. Zeig mir deinen Fuß ins Gesicht. Entschuldigen Sie. Hallo? Hallo? Sprecht da mit Deutschland? Hä? Und zwar habe ich die letzten Tage einen Testlauf gemacht und habe versucht, authentisch zu sein. Das bedeutet, wenn du mich da hinten jetzt ärgerst, ne, dann rast ich richtig aus. So. Ich rede, ich mache hier ein sehr wichtiges Video. Warte, ich möchte auch einen coolen Abgang hinlegen. Ja, dann mach einen coolen Abgang. Dann... Okay, also habe ich die letzten 7 Tage einen Testlauf gestartet und ich habe angefangen, Nein zu sagen und angefangen, authentisch zu sein. Das bedeutet winzig kleine Situationen im Alltag. So, und ich habe auch kein Trinkgeld gegeben an Menschen, die unhöflich zu mir waren. Ich habe keine Gespräche künstlich am Laufen gehalten und wenn ich etwas wollte in einem Hostel zum Beispiel, weil ich was brauchte, dann habe ich danach gefragt. Und wenn ich etwas nicht wollte oder mir irgendwas gefehlt hat, dann habe ich das auch gesagt. Und soll ich euch mal was sagen? Das war richtig befreiend. Ganz viele von euch denken jetzt bestimmt, ey, die Alte hat doch einen Lattenschuss, was stimmt denn nicht mit der? Aber wenn ihr so, die Leute unter euch, die auch so sind und das kennen, dass man immer so angespannt ist, das ist unfassbar anstrengend und glaubt mir Leute, ihr müsst nicht so sein und es ist unfassbar entspannend, nicht so zu sein und es hat überhaupt gar nichts mit Egoismus zu tun, ganz im Gegenteil. Und wisst ihr warum? Wenn ihr um Menschen herum seid, die echt sind und die sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen, auf eine freundliche Art und Weise, dann habt ihr das Gefühl, selbst auch echt zu sein. Zum Beispiel, viele Leute kommen auf meinen Kanal und sie mögen es, wie ich rede, dass ich irgendwie frei von der Leber rede und irgendwie sage, was ist. Und wenn ich Hurensohn sage, dann sage ich halt Hurensohn. Und die finden das gut, weil die sagen, Jaco, wenn ich deine Videos gucke, dann fühle ich mich irgendwie so frei. So als könnte ich wirklich ich selber sein und müsste nicht irgendwie viel höflicher sein oder viel spießiger, sondern ich kann einfach frei sagen, was ich denke. So, und im Alltag seid ihr diese Menschen für andere Menschen, ja? Und ich bin im Alltag auch dieser Mensch. So gut ich das auf diesem Kanal mache, so schlecht mache ich das im Alltag. Und wenn ihr euch authentisch verhaltet, dann haben andere das Gefühl, sich auch frei und authentisch verhalten zu können, weil sie es spüren. Wenn ich jemanden frage, ey, yo, wollen wir heute Abend in diesen Club? Und der sagt zu mir, boah, Jaco, ich bin völlig fertig, ich muss heute früh ins Bett. Da denke ich mir doch nichts bei. Das merke ich mir sogar fürs nächste Mal, wenn ich total müde und kaputt bin und sagen kann, hey, nein, sorry. Oder wenn ich absage, ja? Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn mir jemand absagt. Manchmal ist es sogar so, dass ich es gut finde, wenn mir jemand absagt, weil es mir das Gefühl von Freiheit gibt, auch mal absagen zu können. Und nur weil man
Nein sagt und sagt, ich mache dies nicht und ich mache das nicht, bedeutet es nicht, dass man ein Arschloch ist. Man kann es auch freundlich sagen. Hey, nein, sorry, sei mir nicht böse, aber heute bin ich nicht dabei. Ich habe einfach angefangen, zu Dingen Nein zu sagen. Zu den richtigen Dingen Nein zu sagen und zu den richtigen Dingen Ja zu sagen. Und es war so cool und ich weiß gar nicht mehr, was ich hier erzähle einfach. Aber ich wollte einfach nur allen Menschen unter euch, die auch so sind, alle Menschen unter euch, die empathisch sind und auch vielleicht ein bisschen soziophob und dadurch ein totales Problem mit Authentizität haben. Ihr seid die Menschen, von denen wir am meisten brauchen, dass sie authentisch sind, weil ihr es auf eine rücksichtsvolle und nette Weise seid und den Menschen zeigen könnt, wie man sich frei verhalten kann, wie man selbst sein kann, auf eine rücksichtsvolle, empathische Art und Weise. Also zieht euch nicht zurück, sondern geht raus und probiert es einfach mal. Geht raus und sagt so, nein, danke, nein, danke. Ich freue mich sehr für Ihr Angebot, aber nein, danke. Das ist nett, aber nein. Vielleicht später. Ich komme dann auf Sie zurück. Ich hätte gern noch ein Kissen für mein Zimmer, denn ich schlafe gerne hoch. Ich hätte gern ein neues Kissen, denn meins ist verschimmelt. Ich hätte gern ein neues Kissen, denn mein Kissen ist verschimmelt. Ja, das ist auch ein Satz, den wir auch schon hier benutzt haben. Wir haben dann ein neues Kissen bekommen. Das war auch verschimmelt, aber wir haben es versucht. Das bin normalerweise ich, ne? Bezahl 40 Euro die Nacht und traue mich nicht nach einem neuen Kissen zu fragen, was nicht verschimmelt ist. Das ist Jacques Wusch, wie sie leibt. Für all die Menschen, die so ein bisschen ticken wie ich und so leicht einen an der Waffel haben, traut euch Nein zu sagen, seid authentisch, sagt den ganzen Tag über das, was ihr wirklich wollt und seid wirklich ihr selber in freundlich. Dann seid ihr nicht egoistisch und seid nett. Der irritiert mich voll. Okay. Alles gut. Wird gut, solange du wild bist. Alles wird gut, solange du wild bist. War das wild? Das war sehr wild. Ja? Zeig, was möchtest wild du noch ist. Was ich dich wegschmeiße. Das nein, ich will nicht weggeschmissen werden. Ich halt mich voll. Möchtest du der Welt noch eine Message hinterlassen? Ich hätte gern Kiemen. Ja. Gut. Okay, Leute, ich bedanke mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde jetzt essen gehen, denn ich habe sehr doll Hunger. Extrem großen Hunger. Hast du auch Hunger? Ja. Okay, gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ihr seid süß, ihr seid klein. Und wenn ihr wissen wollt, was wir hier in Kambodscha so erleben, verlinke ich euch an dieser Stelle unseren Reisekanal, wo unseren ersten Reisevlog aus Kambodscha. Das ist mein Bikini, er ist kaputt. Ich gehe unter. Tschüss. Habt ihr auch immer so Probleme damit, den perfekten Scheitel im Wasser zu kriegen? Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der über einen Scheitel im Wasser nachdenkt, außer and that my passion and my creativity take a back seat. That makes me unhappy. So what did I do? I started to say no. I'm not doing that. I don't want to do that. I'm not taking that picture. I'm not going to that event. I'm not standing by that because that's not what I stand for. And slowly but surely, I remembered who I am. And then you go home and you look in the mirror and you're like, yes, I can go to bed with you every night. Because that person, I know that person. That person has balls. That person has integrity. That person has an opinion. That person just doesn't say yes. That person doesn't get a text from somebody and say, oh my God, they wrote this and they sent this emoji. Should I write this back? What do you think? Is that okay to say? Are they going to like me if I say that? Should I say something different? This is the age that we live in. We're not actually communicating with each other. We are unconsciously communicating lies. I want to explode that today and break that with all of you as much as possible. And hello. so that's what I would say. So my long answer to that question is that I check in with myself throughout the day, and I say, do I really want to do this? And if the answer is no, I don't do it, and you shouldn't either.